manchmal hört man Dinge, die man früher ganz geil fand und merkt dann irgendwie, ja, die waren gar nicht so geil. Die waren scheiße. So geht's mir ein bisschen mit diesem Beat. Du guckst Seven vs. Wild, rennst mit einem Messer in den Wald, weil du meinst, dass du besser als der ganze andere Scheiß bist. Und das ist richtig, denn du findest diesen ganzen Schickimicki-Mist in der Stadt ziemlich nervig und sagst deswegen verwerflich das Leben hier und ich renne raus in die Natur und ich sehe am besser aus, als du jemals es sein wirst. Okay, was hat die Scheiße gewirkt, wie dieses YouTube-Video dein Kopf hat? Und deswegen sage ich zu dir, das ist nicht mehr richtig, das ist nicht mehr witzig. Guck mal, da vorne ist immer noch ein Blitzlicht, denn du hast immer noch eine Kamera dabei und findest dich dabei immer noch ziemlich geil. Ja Mann, du hast nichts davon geblickt, das ist nicht mal ein Diss, das ist nur richtig. Ja, ich hab schon wieder dieses Wort benutzt, diese Reime sind immer gleich wie sofort verschmutzt. Und ich hab diesen Beat gebaut, er kommt die Hook rein und sie hat's versaut. Denn sie bringt mich total raus und deswegen sehen wir jetzt noch einmal. Da hinten sind es die Leute, die stinken und sinken etwas mehr. Ich komm nicht mehr rinken, will nicht mehr sinken, will nicht mehr hinken, yeah. Das mit Seven vs. Wild war nur für Clickbaiting. Leute sagen zu mir, ich muss mehr raven, denn ich bin doch dieser Raven. Ich sag nein, ich bin Dave. Klingt etwas ähnlich, klingt vielleicht dämlich, aber so ist das manchmal. Leute hören einen Namen, verwechseln die Sagen und sagen, sie sehen es eher. Ich bin nur dieser eine, der diesen Scheiß hier rappt. Und dann komme ich vorbei und ich sage ziemlich nett: Wie fandest du es? Fandest du's gut? Nein, dann mach mir doch anders mein Mut. Okay, die Glut deiner Zigarette ist ziemlich nett, wenn ich mich daran kette. Kommt sie vorbei und fliegt zu mir, macht das ganze Glimm-Ding an und ich bin hier. Und wir kommen alle zusammen, denn wir sind alle freundlich. Niemand gibt die Scheiße ab, denn keiner ist dir käuflich. Du kommst jetzt vorbei zu mir und sagst dann guten Tag. Ich sag, komm doch rein, mein Freund, wir haben dann einen guten Tag. Oh Mann, ey. Wie kann man in 2 Minuten 30 so viel Mist erzählen? Peace out, Leute.